Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Floppy Discovery mit Tomaniac. Ja, heute haben wir mehrere Games am Start, die ich mehr oder weniger kurz oder lang mal anschaue. Wie viele haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Wir haben also hier wieder eine sehr ergiebige Ausgabe, was mich freut. Ich habe hier diesmal eine Box erwischt, wo wirklich mehrere drin sind. Also es ist so eine silberne 10er-Pack-Box, sage ich jetzt mal. Die ist aber vollgestopft mit Discs und die gehe ich gerade aus dieser kleinen Box der Reihe nach durch, bis die leer ist. Diese Box liegt in einer Box, wo ganz viele Discs noch drin sind. Und noch so eine habe ich noch. Also ich bin erstmal versorgt für die nächsten Monate und vielleicht auch Jahre, und Nachschub steht schon in den Startlöchern. Hole ich mir irgendwann mal ab. Da müssen wir mal einen Termin machen. Okay, aber bevor ich vom Thema abschweife, Game Nummer 1, Poker. Ein bekanntes Pokerspiel, aber weil ich es jetzt lange übersprungen habe, weil ich es irgendwann mal gemacht habe, sagt, komm, ich gehe da noch mal kurz rein, ich spiele noch mal ein kleines Ründchen. Und man ist irgendwie doch schon wieder ein bisschen angefixt dann in dem Moment. Und es verleitet zum Weiterspielen, auch wenn ich das Spiel ziemlich schwer finde. Aber gut, ihr seht ja, was es da ist. Das nächste ist ein Arcade-Klassiker, diesmal in der Version, wie ich sie auch eigentlich kenne. Ich habe nämlich da schon eine Version gezockt, die eigentlich die gleiche ist, die aber eine komplett andere Musik hat. Da war ich total überrascht. Ist das von Tape gewesen? Ich weiß es nicht mal mehr genau, ob ich auf Tape eine andere Version hatte als die da. Das nächste ist ein ziemlich älteres Game schon, eins, was der gute Retro-Lutzer auch schon auf seinem Kanal hatte und ich jetzt kurze Zeit später aufgenommen habe, aber das Video hier seht ihr jetzt wesentlich später als das Gameplay-Video von ihm. Dummerweise habe ich die entsprechende Taste, um eine Aktion auszulösen, nicht gefunden. Und ich war mir so sicher, dass es irgendwie eine bestimmte war. Aber naja, gut. Ich bin trotzdem irgendwie, dadurch, dass ich dann sehr vorsichtig gefahren bin in diesem Game, relativ weit gekommen. Ohne, dass ich diese Waffe dann einsetzen konnte, musste, durfte, wie auch immer. Dann haben wir noch einen Arcade-Klassiker, der sowas von schwer ist, dass er wirklich mega frustrierend ist und eigentlich eins der schwersten Videospiele der Videospielgeschichte. Und vielleicht kann sich der ein oder andere schon denken, um welches Game es hier geht. Ja, man rennt dann auch mal kurzfristig in der Unterhose rum, bevor man dann tot ist. Aber ihr seht's ja dann. Dann haben wir noch einen Arcade-Klassiker. Wir haben hier lauter Arcade-Games, deren C64-Version aber leider sehr missglückt ist. Dazu gibt es noch mehr im Fazit. Dann gucken wir nochmal in ein Golfspiel rein, von dem ich dachte, dass es eine etwas andere Version wäre. Und als letztes haben wir wieder ein Arcade-Game, welches auf dem C64 erstaunlich gut rüberkommt. Besser als ich es in Erinnerung hatte, wovon da die Rede ist. Ja, man fragt sich immer, was haben die da für Drogen genommen, um dieses Spiel zu entwickeln? Aber das Ergebnis ist geil und um was es da geht, seht ihr dann jetzt gleich im Anschluss im Gameplay. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß und Vergnügen und ich hoffe, es gefällt euch und wir sehen uns dann nachher nochmal wieder zum kleinen Endtalk hier, sozusagen Endcard auf meinem Balkon. Also bis nachher dann! Floppy Discovery. Commodore C64. It's Commodore time. Enjoy my channel and have fun. Floppy Discovery. So, dann schnapp ich mir mal wieder meine kleine silberne Box und nehme die nächste Disc hier raus. Mal sehen, was wir da haben. Hyperblob Mac Max. Hier stehen so ein paar Sachen drauf auf der Hülle, die ihr dann auch wie immer eingeblendet sehen werdet. Und wir legen die Disk mit Seite 1 mal hinein und wir schauen mal ins Inhaltsverzeichnis und lassen uns überraschen. Wir discovern eine weitere Samantha Fox Strip Poker. Ja, kennt man eigentlich. Jetzt habe ich es aber schon irgendwie tausendmal auch gehabt und ich habe es irgendwie auch tausendmal dann gesagt, so ja, wir haben das einmal gehabt und dann zocke ich das nicht nochmal. Aber jetzt wäre es vielleicht mal wieder an der Zeit, mal reinzugucken. Ich bin bei dem Game nie weit gekommen. Ich bin da immer schlecht drin gewesen.
Ich werde das jetzt auch nicht lange spielen. Also mal gucken, ob es läuft überhaupt. Ja, dann shuffle mal. Was haben wir denn hier? Wir haben eigentlich gar nichts. Da kann ich überhaupt nichts machen. Was soll ich denn wetten? 5. So, ich möchte Karten. Und zwar, ich möchte hier eine neue für. Und ich möchte da eine neue für und da eine neue für. Und ich glaube, das war's. Dann muss ich dann hier. Was muss man dann machen, wenn man jetzt das hat? Auf den Pfeil drücken, oder? Na, immerhin, ich habe 2 Buben. Sie hat 3 neue Karten genommen. Kann ich noch einmal eine Karte nehmen? Was nehmen wir denn da? Ah, dann bin ich besser. You win pot. Immerhin. Oh, guck mal, ich habe nur Herzen. Das ist doch auch irgendwas Wichtiges, ne? Wenn man nur Herzen hat oder nur eine Farbe. Ich biete 20. Call. Nee, no. No call. You take 3. Mach mal. Mal gucken, ob nur Dings was bringt. Ob ich gewonnen habe, weil ich alles her. You win pot. Das ist jetzt wirklich mal gar nichts, ey. Ja, ich biete mal nur 5. Ja, ich call auch. Ich call das weg, ich call das weg, ich call... Ja, das wird mal gar nichts, glaube ich. Nee, nicht ganz. Das ist ja mal überhaupt nichts. Da kann ich überhaupt nichts machen. Da kann ich nur die Karten hinlegen und sagen, ey, nee, da war nichts. Ja, komm, einmal bieten wir noch. Ich habe hier auch wieder nichts Besonderes, ne? Na gut, wir können ja mal die 3 und die... Warte mal, war das eine... Ne, das war eine 7, okay. Die beiden können wir mal wegtun. Ja, vielleicht habe ich ja die Chance, irgendwie von den anderen jeweils eine 2. Zu kriegen. Sie hat aber auch 4 neue Karten genommen und wahrscheinlich auch nichts. Sie bietet 10. Ja, jetzt kann ich nichts mehr machen. Ich muss das riskieren. Boah, die hat 3 Fünfen. Tja. Sieht schlecht aus für mich. König und Ass? Sonst... Hä? Okay, von mir aus. Ja, immerhin, ich habe 2 Zweien. Oh, der Wahnsinn. Komm, wir gehen hier volles Risiko. Scheiß drauf. Und wir nehmen die 4 und die 7 weg. Vielleicht haben wir noch Glück und kriegen ein Full House oder sowas. Nö. Ein Paar, so schwach wie es nur geht. Ja, da habe ich verkackt. Die Gute ist einfach zu gut für mich, oder? Ich habe einfach zu viel Pech. Ja, so geht das dann immer weiter, ne? Und wir gehen da raus. Ihr habt es jetzt nochmal gesehen. Ich habe es jetzt euch zuliebe nochmal gemacht. Mal schauen. Was ist Hülo? 1942 von Elite, ja. Ist... Ach, Hülo steht wahrscheinlich für Hyperload. Brauche ich aber nicht, weil ich habe hier einen eigenen Lader. Und Elite 1942. Ist es das Elite, welches ich kenne, welches die geile Mucke auch hat? Ich habe nämlich jetzt schon mal irgendwann ein Elite gehabt. Da war die Mucke ganz anders. Ich glaube, das habe ich sogar... Hatte ich das von Tape? Ich weiß es echt nicht mehr. Da war die Version auf jeden Fall eine andere als die hier. Press Space. Ja, das ist die Musik, so wie ich sie kenne.
Da-da-da-da-da-da-da-da. Ja, genau. Und das andere 1942, was eigentlich genauso aussah, hatte eine andere Mucke. Habe ich noch nie so gehabt. Also da ist man ja echt immer mal wieder überrascht. Ich mag das Game hier auch sehr, muss ich sagen. Ist eine schöne Arcade-Portierung für den C64. Die Rolls kriegt man, glaube ich, nur mit Space hin. Aber ich habe die so gut wie nie genutzt früher. So, ich glaube, hier wird Autofeuer unterstützt. Jo, das ist nicht schlecht. Das war schlecht. Ich hatte das nicht mehr so in Erinnerung. Ich muss sagen, ich habe das schon verdammt lange nicht mehr Früher war ich besser. Puff, gib mal. Leider nicht erwischt. Hier ist... Oh, schon fertig. Hier ist ganz schön was los im Luftraum, ne? Aber die Musik ist einfach sehr schön. Also auch die Game-Over-Mucke hier finde ich ganz nice, muss ich sagen. Lass mal noch einen kurzen Moment laufen. Da-da-da. Ich muss sagen, die Disc gefällt mir bis jetzt. Weiter. So, jetzt versuchen wir mal ein bisschen weiterzukommen. Mit ein bisschen mehr Anstrengung hier, Tomaniac. Bist du bereit? Seid ihr bereit? Anschnallen und los geht's. Autofeuer an. Komme ich trotzdem nicht weit mit. Ist ja wie Cheaten. Man muss sich das, glaube ich, ein bisschen einprägen, von wo und wie die kommen. Das Dumme ist, dass die Viecher dann wieder umkehren. Das muss man auf dem Schirm... Oh. Ich hab ihn. Haha. Die Punkte hat's. Geht weiter. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, Scheißen war das knapp. Ah, nein. Dann kommt der Arsch da von hinten, ey. Ah, da fängst du von vorne an. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das Pro nicht gekriegt. Scheiße. Das ist nicht gut. Ist halt nicht. Kommen die wieder und ich habe wieder den Winkel verpasst. Und das ist doch Absicht. In dem Moment kommen die anderen, die Grünen von unten, wenn du dich da hinstellst, um da oben die Roten wegzufegen. Ey, das ist doch, das ist gemein. Das ist eine ganz schöne Gemeinheit da. Oh, glaubst du doch? Ihr seid ganz schön frech, ihr seid ganz schön böse. Ihr seid so. Mensch, Tomaniac, das hast du doch jetzt gespeichert, oder? Fuck. Also so nicht. Boah, mich packt gerade der Ehrgeiz und der Frust. Ich ärgere mich über mich selbst, dass ich zu dämlich bin, das zu peilen, ey. Das gibt's doch nicht. So, Freundchen. So nicht. Hier muss man wirklich sowas von höllisch aufpassen. Scheiße! Sag ich und pass nie auf. Mann, oh Mann. Frust. Nein! Da kriegst du einen Kuss von einem dicken Scheißvieh, ey. Fuck, ey. Da geht's doch echt nicht. Wie kann man nur so nicht aufpassen? Mehr Glück als Verstand. Boah. Ja, das ist auch geil, ne? Ich bin so geschickt im in die Scheiße fliegen. Das gibt's überhaupt nicht. Boah. Letzter Versuch. Sonst beiße ich hier gleich in die Tastatur. Das wollen wir ja nicht. Der schöne C128 mit Bissspuren. Das geht ja gar nicht. Wie sieht das denn aus? Nein! Ah, so kurz vorm Abkacken. Okay, nicht erwischt. Jetzt pass auf! Huh! Was kommt jetzt wieder für eine Fiesität? Das war ja schon fies genug. Was Fieses kommt doch gleich noch. Ja, du! Genau, genau du! Arschloch. Sag nicht, dass schon wieder von vorne an... Boah, ey, ich hab das gar nicht allzu fies in Erinnerung.
Wieso ist das so gemein, ey? Ihr seid alle so fies zu mir, ey. Ich hab euch nichts getan. Ich will hier nur durch. Ich bin dann auch durch. Aber ganz anders, als ich das erwartet hab. Boah, Alter. Nein! Das war verdammt scheiß knapp. Aber dann doch wieder für nix. Für nix gestorben. Puh, schon wieder so scheiße eng, ey. Pass doch auf, ey. Da sind so viele Gemeinheiten drin. Da bin ich jetzt aber schön durchgetaucht. Nützt nur alles nix. Kommt hier wieder so ein Arschloch und schießt mich weg. Ja, vor allem, das ist unkoordiniert. Boah, mich packt gerade die Wut. Ich muss noch einen versuchen. Das ist... Ey, warum ist das so kackschwer? Ich bin ja schon froh, dass mein Dauerfeuer hier funzt. Ich glaube, das Game merkt das. Der denkt so, hier, yeah, der Turmaniac cheatet, das hat Dauerfeuer an hier, das geht gar nicht. Den müssen wir mal Bescheid geben, dass das so nicht geht hier mit dem Dauerfeuer. Das hat er hier nicht zu machen. Das gefälligst jetzt hier kaputt zu... Ja, funktioniert auch. Alter, was ist hier los? Ha! Die erste Staffel mal komplett weggeputzt. Ich werde immer besser. Ich sag's nur nicht zu laut. Nein, 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 nein. Das kann nicht gut gehen, wenn du da stehen bleibst. So, jetzt kommt wieder das Arschloch hier von unten. Und erwischt mich wahrscheinlich gleich direkt. Man muss hier wahrscheinlich ständig in Bewegung bleiben. Und dann vielleicht mal ein bisschen Glück haben. Nur ein kleines bisschen. Neue Kamikaze-Action. Und lass mich nicht schon wieder von vorne anfangen. Alter. Durchhaltevermögen zeichnet sich am Ende aus. Shooting down 75%. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Boah, ich muss mich mal kurz erholen. So, und dann geht's auch schon weiter. Da. Was kommen jetzt für Gemeinheiten? Kann es sein, dass man echt wieder so lange von vorne weiter anfangen muss, bis man den nächsten Flugzeugträger... Fluch! Den Verfluchzeugträger hat. Ey, jetzt ist wirklich Ende Gelände. Jetzt ist Schluss. Jetzt gebe ich auf. 17.100 Points. Wer meint, dass er das ohne Trainer besser kann? Ich erwarte eure Antwortvideos. So. Ja. Ich mag das Spiel trotzdem, auch wenn es mich heute nicht mag. Es ist ja immer noch ein geiles Game. Also, ich habe das gar nicht so schwer in Erinnerung. Verdammte Axt. Na gut. Weiter geht's. Wir haben ja noch mehr. Spy. Hoffentlich ist das nicht Spy vs. Spy oder so. Das Game mag ich überhaupt nicht. Weil ich kapiere die Steuerung da auch nicht. Nee, das hat jetzt nicht funktioniert. Warum nicht? Warte mal. Nee. Okay. Dann versuchen wir das mal ohne Fastloader. Moki können, ne? Ob das so am Gehen ist. Auf jeden Fall sind ja in der Liste ja noch einige nice Games. Ist Spy Hunter wirklich nur so klein? Kann ich mir kaum vorstellen. FC, was ist das? Fast Copy? Erstmal gucken, ob dieses Spy jetzt überhaupt funzt. Oder ob das Spy zu Spy Hunter gehört. Dann würde mich das aber wundern, warum das so rum da drin steht. Aber Hyperload ist hier drin. Das müsste eigentlich ein Fastloader unterstützen. Gleich wissen wir mehr, oder auch nicht. Wenn das nicht läuft, dann nehmen wir das nächste. Spy Hunter. Kenne ich noch gut. Habe ich früher gerne gespielt. Bin aber nie weit gekommen. Ich weiß, dass der gute Retro-Lutzer, lieben Gruß an dich, mein Bester, das auch schon gezockt hat und dem das Game, glaube ich, auch ganz gut gefiel
und der aber auch nicht weit gekommen ist. Das ist, ja, aber es hat's in sich. Es ist echt nicht einfach. Was? Wo? Wie? Also er hat ein Problem damit. Okay, haben wir jetzt begriffen. Das will also aus irgendeinem dummen Grund nicht laufen. Und Spy Hunter, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das nur 8 Blocks hat. Oder geht's umgekehrt? Ich hätte wirklich erst das laden müssen und jetzt lädt er eigentlich das Haupt... Nein, blinkt. Lädt nix. Aber irgendwas passiert da gerade. Sag nicht als doch. Bolly Midway, das Blinken hat aufgehört. Das ist wirklich nur so klein. Und da ist es. So, mein lieber Retro-Lutzer, ich bin gespannt, ob ich weiterkomme als du. Ich tippe auf Nein. Geht's denn schon los? Key or Joy? Na, ich hab Redemenge Spaß. Joy. Novize. Blutiger Anfänger. Genau, man muss zwischendurch in diesen LKW da auch reinfahren, um Upgrades zu kriegen. Und wie war das? Was sagte er mit... Wahrscheinlich mit Joystick Import 1, ne? Ich hab den falschen hier. Tatsache. Man muss oder darf Gegner wegbatzen. Ah, ich kann schießen. Ja, genau. Mit Feuerbutton. Und es war mit irgendeiner Taste konnte man... Ja, jetzt habe ich nicht aufgepasst, weil ich den anderen Joystick weggestellt habe. Das ist jetzt erstmal eine Runde, die beachtet ihr besser gar nicht. Ich muss erstmal gerade kurz ein bisschen warm werden hier mit der Situation. Oh, oh. Ich habe meinen Arbeitgeber weggebratzt. Natürlich geht's auf Zeit. Die Mucke beschränkt sich auf die Titelmusik. Also man kann wegbotzen oder wegschießen. Was war denn das da am Straßenrand? War das wichtig? Ja, wichtig. Lass mich rein da. Was kriege ich denn jetzt? Was hatte er gesagt? Mit M oder so löst man dann das aus, das Upgrade? Oder war das mit Space? Das ist natürlich schwierig, wenn ich dann während der Fahrt das machen muss, während ich mich auf die Straße konzentriere. Mit Space war es nicht. Ach, ich wollte es doch nur mal kurz testen, verfickt. Da kommt da diese dämliche Kurve. Ja, das ist dann scheiße, wenn du eine Taste drücken musst, während du dich auf alles konzentrierst. Das ist dann ätzend. Ja, es ist ein sehr stilles Spielchen. Lass mich da mal rein. So, okay, dann setz mich mal wieder ab. Wohin bringst du mich? Sag nicht, ich hätte jetzt links abbiegen müssen und werde gleich sterben, weil du mich einer unmöglichen Position abgesetzt hast. Wo ich nicht links rüberkomme. Eul. Da komme ich doch niemals lebens rüber, oder? Huh, doch. Und konnte ich jetzt hier? Mit M war es nicht. Mit B? Ich kann hier kein Öl ablassen. Ach Mann, ich will's doch nur mal probieren. Aber ich kann nicht alles gleichzeitig. Ja, da bin ich halt gleich Game Over. Das ist mir dann auch scheißegal. Ich will jetzt einfach nur mal erstmal testen, bevor ich nochmal eine ernsthafte Runde zock. Ja, so stirbt man dann gleich ganz schnell. Die Zeit ist dann auch gleich abgelaufen. Wenn die abgelaufen ist, dann ist alles abgelaufen. Dann ist vorbei. Oh, ich bin so schlecht. Können wir mal wieder langsam zurück ins Geschehen kommen? Oder muss ich mir jetzt 3 Minuten angucken, bis ich hier wieder rauskomme? Ha! Ja, ich habe das schon prophezeit, dass ich hier nicht gut bin. Oh, guck mal, da habe ich irgendwie automatisch auf die Spur gesetzt. Wir steigen ein, wir steigen aus. Was ist das da links unten neben der Punktzahl für eine Anzeige? Mit was habe ich jetzt zu rechnen? Und was ist das für eine Spritze, die ich da habe? Ich versuche gerade rauszufinden, mit was man was hier macht. Warum bin ich auf einmal so schnell? Das will ich nicht. Ich will eben kurz...
Oh, ich habe den LKW auch abgeschossen. Ach, no points, weil die Zeit abgelaufen ist. Ich muss jetzt trotzdem mal rausfinden, was hier Phase ist. Komisch, keine der Tasten funktioniert. Mit welcher mache ich das denn? DF-Tasten funktionieren nämlich auch nicht. Oder ist das jetzt scheißegal, weil ich jetzt irgendwie verkackt habe, weil die Zeit abgelaufen ist? Ich kriege trotzdem Punkte. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ja, dann nicht. Daneben nicht, dann leck mich doch. Dann fahren wir jetzt mal noch ein kleines Ründchen. Ich hätte besser aufpassen sollen, als ich das beim Retro-Lutzer gesehen habe. Mit welcher verfickten Taste ich das da auslöse. Aber nee, da. Meiße. Dann wird halt nur die Knarre geused. Fertig. Ich komme auch ohne alle anderen Extras aus. Geht auch so. Könnt ihr jetzt glauben oder nicht. Tja, hier passiert mal eine Weile lang nichts. Ah, ja, du LKW, ich hab's ja begriffen. Schön, dass du mir was geben willst. Dann gib mir das auch! Ist das eine gute Idee gewesen, jetzt da reinzufahren oder nicht? Heul. Ja, wie gesagt, die Zeit ist ja abgelaufen. Irgendeine Taste musste man länger gedrückt halten. Ja, aber eben, ich habe leider nicht die Idee, welche Taste das ist. Es gibt auch noch Heli-Alarm hier. Ich kriege immer noch Punkte. Ich bin irgendwie noch nicht weg vom Fenster anscheinend. Aber ja, wen muss ich denn eigentlich jetzt erwischen? Was ist eigentlich jetzt das Ziel? Muss man möglichst weit kommen? Muss man es schaffen, alle diese Extras einzusammeln? Zumindest habe ich diesen einen Sack erwischt. Ah! Habe ich den gekillt? Der wirft also auch Bömkes hier, der Hubschrauber. Hab dich weggeballert. Du Nech! Jetzt kommt er bei schöner Regelmäßigkeit und geht mir auf die Eier. Was war das denn? Auch noch ein Moped? Botzt mich jetzt mein eigener Unterstützungs-LKW weg? Mach auf. Mei, Tür auf! Oh Gott, nee. Na, heute noch. Ja, sag mal, willst du nicht? Geh mir doch nicht auf den Sack, du Scheißding. Irgendwie hatte der keinen Bock, mir zu helfen. Dann halt nicht. Wieso kann ich dich nicht wegbratzen? Ich kann ihn nicht wegballern. Boah, da gehe ich in Rauch auf. Aber es sieht beinahe so aus, als ob ich noch ein Leben hätte. Und irgendwie komme ich ja doch auf eine gewisse Punktzahl, obwohl ich es nicht gerallt krieg so richtig. Bash. Was mit dem Moped hier? Tschüss. Das ist nicht. Das machst du nicht. Ja, der LKW will nichts von mir. Weiß ich auch nicht warum. Ah, scheiße, da habe ich nicht aufgepasst. Das ist Game Done Over. Okay, 24.365 Punkte und ich habe es leider nicht kapiert, welche Taste ich hätte drücken müssen. Warum hat er da nicht reagiert? Komischerweise. Sehr merkwürdig. Na gut, dann nicht. Okay, nächstes Game. Install Fast Load. Hatten wir denn noch eins? Ja, Ghosts and Goblins. Ich hoffe, die Tasten hier unten funktionieren alle. Ja, die Tastatur funktioniert ausgezeichnet. Also daran hat es nicht gelegen. Da bin ich auch froh, dass die Tastatur ausgezeichnet funktioniert. Okay. Dann gehen wir mal da hoch. Und gucken mal, ne?
Ghosts and Goblins, eines der schwierigsten Games überhaupt. Wenn's denn läuft. Na, muss ich sagen, haben wir doch hier eine sehr ergiebige Disc. Ist doch schön. Die bleibt auf jeden Fall in meiner Sammlung, da die schon mal klar. Juhu, da haben wir's ja. Das scheint ja tatsächlich schon mal nicht schlecht auszusehen hier. Cracked. 1941. Ja, da macht sich so ein Fastloader bezahlt, ne? Bam, da ist es schon da. Aber ich komme nicht weit, das weiß ich jetzt schon. Das Game ist einfach so kackschwer, aber die Mucke ist einfach Legend. Tja, also dann wollen wir mal gucken, ne? Gucken und verkacken. Und ich kann nix in dem Game. Ja, geht schon los im Nichtskönnen. Man muss ständig in Bewegung sein, weil irgendwas ist immer. Und der Kackvogel zum Beispiel. Und dann wollte ich eigentlich da hochklettern. Aber er lässt mich lässt... Oh. Ich sag ja, ich... Nein, ich sag... Ich sag nichts. Ich werde hier keine 5 Meter weit kommen. So viel ist euch... So viel ist schon mal gewiss. Denn ich bin einfach zu schlecht für dieses Game. Oder das Game ist einfach zu schwer für mich. Oder ich bin mittlerweile einfach zu alt. Na, immerhin habe ich den Kackvogel erwischt. Der kackt mir nicht mehr am Kopf. Schnell, schnell. Ich weiß ja nicht, was für ein Vorteil mir das da jetzt bringt. Gar keinen. Ich sterbe sowieso. Oh, passt da auf, der... Mensch, da. Die sterben. Ich gehe jetzt hier... Nein, ich gehe nicht weiter. Ich komme nicht weiter. Ich kann da nicht hoch. Ich schaff's einfach irgendwie nüt. Oh, ihr Kackpflanzen. Ich sag ja, da ist gleich Game Over. Das wird eine schnelle Vorstellung. Da werde ich, glaube ich, auch nicht nochmal probieren, weil das ist... Na, ohne Trainer kannst du es ja sehr knicken, sehr schnell. Na, das Weapon. Ich hab die Fackel. Ich glaube, die Fackel war jetzt nicht die beste Investition. Was war in dem Sack? I don't know. Shit. Der Tod. Was war in dem Sack? Shit. Na, in dem Moment, wo die Musik anfängt, besser zu werden, bin ich tot. Falsch. Die Musik ist einfach geil. Komm, einmal verkacken wir noch. Ja, und dann, als ob das nicht schon genug wäre, geht's auch noch... Oh, geht's auch noch auf Zeit. Und das ist einfach so bitter, ey. Nein, ich gehe jetzt nicht mehr da hoch. Ich versuche jetzt einfach so schnell wie möglich zu sterben. Das ist einfach so fies, ey. So gemein. Es strotzt vor Fiesitäten, das Game. Es ist einfach so unfair. Das ist so... Nee. Ich bin nie weit gekommen in dem Game. Wenn, dann habe ich das wahrscheinlich überhaupt nur mit Trainer gezockt. Das ist doch nicht möglich. Sicher ist das möglich. Sterben ist hier ganz schnell möglich. Ganz leicht. Ach, Kerl. Und dann kommen die einfach da raus, wo du her musst. Das ist einfach scheiße. Können die nicht da rauskommen, wo du nicht her musst? Können wir wieder mal 2 Schritte weiterkommen. Aber nein, nein, nein! Oh, fickt euch, ey. Es ist doch zum Kotzen. Es ist zum Kotzen schwer. Es ist einfach nicht wahr. Ich weiß nicht, ob die Fackel eine gute Investition ist. Ich fürchte mal, nein. Ist auch egal, bin gleich sowieso tot. Spielt keine Rolle mehr, ist dann wurscht. Brenn! Burnout. Shit. Das war auch gut, ne? Die Knochen sind dann nach oben gesprungen. Im letzten Moment. Mit dem letzten Atemzug. Komm, hier ein bisschen gegrilltes Hühnchen. Nein. Nein, nein. Nein, nein, sagte ich. Nein, nein. Ich lebe noch, aber ich komme nicht über diesen verfickten Stein. Leck mich am Sack. Ich geb's auf. Ich hab gesagt, ich geb's auf. Meine Fresse da. Ich
Ich glaube, das war's da, ne? Ja, Hyperload und FC. Was ist denn FC? Fast Copy? Wir gucken mal. Es hat null Blocks. Es ist nix. Okay. Drehen wir mal die Disk um. Mal gucken. Da scheinen wir ja möglicherweise eine sehr ergiebige Ausgabe zu haben. Paperboy. Leaderboard. Space Loader. Space Harrier? Ah. Paperboy. Eine leider unsagbar schlechte C64-Version. Das kann ich euch schon mal versprechen. Verzählen. Während das näht, hole ich mir mal eben was zu... Ja, ich lasse euch mal kurz allein. Ich hole mir mal eben was zu saufen. Ich hoffe, das läuft überhaupt. Ja, ich höre was. Und ich sehe auch was. Kommst du aus der Küche, ist das Game fertig. 1984 Atari, 1986 Elite und jetzt gibt's erstmal hier Schluck hinter der Binde. Ich wollte schon gerade sagen, wenn das eine Highscore ist, dann gute Nacht. Ich bin in dem Game auch wieder denkbar schlecht. Ich frage mich gerade, ob es überhaupt ein Game gibt, in dem ich gut bin. Irgendjemand hatte mal geschrieben, dass es ihm ein Vergnügen ist, mir zuzugucken, weil niemand anderem sieht er beim Failen so gerne zu wie mir. Ja, das fängt schon super an. 3 Meter gefahren. Reifen kaputt. Ja, im schlecht Zielen bin ich gut. Weil an allen Ecken und Enden kommt irgendeine Scheiße. Das ist nämlich getriggert. Der Scheiße. Ja, komm, komm, fahr. Ja, Arschloch. So nicht. Pff. 20 Punkte. Oh, 22. Du, vor allem, das Ding lenkt sich so scheißenträge. So ein kaputtes Fenster mehr. Nicht schlimm, Jim. Dann kannst du die Zeitung auch in die Tonne schmeißen. Ja, ich dachte, ich hätte meinen Briefkasten getroffen. Was in dieser C64-Version leider sehr schlecht ist, ist die mangelnde Übersicht. Und ja, deswegen ist auch schnell Game Over. Die Amiga-Version ist dagegen deutlich schöner. Es gibt also für verschiedenste Versionen gibt's dieses Game. Es ist, glaube ich, auch so ziemlich alles, was irgendwie 8-Bit hat. Oder teilweise auch 16. Ist das portiert worden. Es gibt sogar eine ZX-Spectrum-Version. Und ich meine sogar, dass sich die besser spielt als die C64-Version. Jetzt hat keine Mucke. Ja, das gab ja mal richtig fette Points. Ey, was passiert hier gerade? Wieso bin ich auf einmal so gut? So gut wie tot? Na du Pissnelke. Wusste ich doch. Kann ich eigentlich von hier auf die Straße, ohne zu sterben? Nee. Landest du im Gulli und bis Geschichten. Ganz toll. Und das so viel zum Thema Übersicht. Man sieht nämlich null, was hier passiert. Scheißköter. Und deswegen ist das jetzt auch schon wieder vorbei hier, das Game, ne? Ja, es ist leider eine ganz üble Version. Mit die schlechteste, die es gibt. Leaderboard Exe. Wir hatten jetzt mal Leaderboard 2. Ist das hier jetzt eine andere Geschichte? Leaderboard 1? Sehr cool. Das ist ein Bild, welches ich von Eaglesoft eigentlich... Ich glaube, das kenne ich noch gar nicht. Das ist ja mal lustig. Da musst du fast 40 Jahre warten, bis du jetzt mal dieses Bild zu sehen kriegst, weil ich kenne Eaglesoft eigentlich nur den großen Adlerkopf, so von der Seite. Aber das Bild, das sehe ich, glaube ich, zum allerersten Mal in meinem Leben. Wie krass ist denn das? Da wirst du doch immer wieder mal noch überrascht. Wahrscheinlich kennt ihr das alle, nur ich nicht. Ich lebe da hinterm Mond. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es überhaupt...
Sieht erstmal genauso aus wie vorhin, wollte ich schon sagen, wie in einer der letzten Ausgaben. Eins. Nehmen wir Tomanik, weil Tomanik passt nicht. Novize. Wieso ist das? Es sieht eigentlich ganz genauso aus wie das, was Leaderboard 2 geheißen hat. Das ist doch, glaube ich, auch hier genau derselbe Kurs, oder nicht? Ich würde mal sagen, ja, absolut. Na, direkt gleich im Sand beim ersten Schlag. Ich spiele nur dieses eine Hole. 1W. Da schlägt ja auch nichts anderes vor. Das Problem ist wirklich ja, dass ich immer noch nicht weiß, wie weit ich mit den einzelnen Schlägern komme. Mal gucken. Gleich wissen wir mehr. Oh, das gibt einen Drall. Der kommt nicht gerade. Und knapp vorm Green. Na gut. Mit einem 9i. Aber es sind nur 25 Yards. Vielleicht geht's damit, wenn ich nicht zu stark schlage. Komme ich wenigstens schon mal aufs Grün. Das war jetzt, glaube ich, gar nicht so schlimm. Ich liebe dieses Game. Ich habe das früher mit meinem Vater zusammen gespielt. Wir haben das gesuchtet. Weil das macht echt Spaß. Und das ist so schön relaxing. Kein Stretch. Ich dachte schon, der verhungert mir. Das konnte ich jetzt neulich ganz gut. Sieht aus wie... ja. Sieht gut aus. Okay, aber das kennen wir ja. Jetzt haben wir ein Loch gespielt. Also kann ich nur empfehlen. Ist einfach ein geiles Game. Ist meiner Meinung nach das beste Golf-Game, was es überhaupt für den C64 gibt. Cool. Kann man irgendwie nicht genug haben. Und ich würde sagen, das gehört alles dazu. Dieses BA, BB und ESI. Space Loader. Space Harrier dann in dem Moment. Es ist eine sehr ergiebige Disc. Ja, das Bild ist geil. Space Harrier gibt es auch für ein ZX Spectrum. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, da habe ich noch keinen... Doch, das Video ist, glaube ich, im Kasten. Ich habe es aber noch nicht veröffentlicht. Und das ist... das ist, ja, das ist leider ziemlich übel, muss ich schon sagen. Es gibt auch gute ZX Spectrum Games, davon mal abgesehen. Na, ob das kommt? Ich bin skeptisch. Oh, es kommt. Press Space. Ich glaube, die C64-Version war noch einigermaßen spielbar. Welche Version mal richtig geil ist, ist die fürs Mega Drive. Master System. Ja. Ist eine wirklich sehr schöne Version. Hier ist die Musik allerdings sehr schön. Die Musik ist mir wirklich noch prägend im Ohr. An die kann ich mich noch sehr gut erinnern. Auch aus meiner Kindheit. Ich lasse sie mal ganz kurz laufen. Aber ich glaube, in-game ist genau die gleiche. Di-da-da, da-da-da. Sehr schöne Musik, gefällt mir ausgesprochen gut. So, jetzt wird verkackt. Autofeuer an und verkacken. Oh, das ist aber flotter, als ich es in Erinnerung habe. Ich weiß warum, weil ich zuletzt die ZX Spectrum Version gezockt habe und die ist... Wow, das ist ja mal richtig schnell. Wobei, ich muss hier eins sagen, ich zock das auf dem C128. Ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob das irgendwie... in manchen Games positive Auswirkungen hat, was die Gaming-Geschwindigkeit angeht. Obwohl der ja im C64-Modus läuft. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Kann auch sein. Ich
Jedenfalls läuft das hier erstaunlich schnell. Das habe ich gar nicht so schnell in Erinnerung. Und Autofeuer ist hilfreich. Oder muss man Autofeuer haben? Ja, muss man, weil sonst musst du immer wieder drücken. Autofeuer ist wirklich brauchbar. Die Spektrum-Version ist einfach eine Dia-Show. Und da kannst du Freund von Feind nicht unterscheiden, weil die Gegner sind weiß und deine Schüsse sind auch weiß. Und teilweise hast du auch noch weißen Spielhintergrund. Das ist super programmiert. Sagen wir mal so, man hat es versucht und es ist ambitioniert. Ihr werdet es noch sehen, wenn ihr es nicht schon gesehen habt. Aber ihr kriegt die Version auf jeden Fall noch aufgetischt. Ihr könnt euch da mal ein Bild von machen. Und genauso wie ich innerlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und denke so, oh mein Gott. Kommt da schon der Drache? Ich frage mich immer, auf was ich da genau schießen muss. Das ist mir teilweise so hektisch. Ich hab ihn. Ha! Ich kann mich nicht erinnern, das mal so ohne Trainer geschafft zu haben in den letzten Mal. Ja, dagegen darfst du natürlich nicht rennen. Das ist ja hier ein Spießrutenlauf, du. Oh, oh, ja, ja, ja. Da bist du da fast durch und dann bam. Das Geile an diesem Game ist, ich mag diesen Surrealismus. Das ist einfach abgedreht, wie aus so einem Fiebertraum. Ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber dieses Game ist einfach... das ist einfach Kult. Die Arcade-Version habe ich, glaube ich, nie gezockt. Aber eben, die C64-Version habe ich gerne gespielt. Vor allem wegen der Musik. Die ist einfach super. Eieiei, meine Leben schmelzen dahin. Like ice in the sunshine. Wenn das so weitergeht, werde ich Level 3 nicht zu sehen kriegen. Ich bin ja schon überrascht, dass ich überhaupt so weit gekommen bin. Shit. Wahrscheinlich rettet mich da auch so ein bisschen das Autofeuer. Wenn man nur rumballert, dann sieht man nichts. Ja, genau, die Musik hat mir auch gut gefallen. Das hat sowas von Jahrmarkt. Ich halte dabei mal die Schnauze jetzt. Oh, ich hab ihn. Ha! Geilo, Level 3, auf Anhieb. Dafür, dass ich das schon ewig nicht mehr gespielt... Ich lebe noch. Ich habe mich schon tot gesehen. Die Frage ist nämlich, muss man hier überall nur ausweichen? Es ist wirklich sauschnell. Ich habe das echt nicht so schnell in Erinnerung. Aber es ist ja geil, dass es so schnell und flüssig ist. Schreibt mir das mal, ob das am C128 liegt, obwohl der im C64-Modus läuft. Oder ob das wirklich am C64 genauso schnell ist und ich mir das einfach so... Ich habe das nur langsamer in Erinnerung. Moi. Ich glaube, hier komme ich nicht bis zum Ende des Levels. So nicht. Auf jeden Fall habt ihr nochmal Space Harrier gesehen. Oh. Teil 2 für den Amiga finde ich auch sehr schön, weil das steuert man mit der Maus. Das finde ich zwar speziell, aber wenn man da erstmal drin ist mit der Maussteuerung, dann geht das super fluffig von der Hand. Das spielt sich richtig geil mit Maus. Letztes Leben. Letztes Leben, Leute. Ich fasse es nicht. Ich bin mit dem letzten Leben bis in Level 4, auch wenn ich gleich wahrscheinlich tot bin. Alter, das ist wirklich so... Pilze. Die habt ihr wahrscheinlich vorher gegessen, bevor ihr das Spiel programmiert habt. Schöne, bunte, große Pilze. Aber eben, dieser Fiebertraum, dieser wahr geworden ist, einfach mega geil. Das macht jetzt schon wieder richtig Laune. Und ich feiere die Musik. Alter. Scheiße!
Aber eins müsst ihr mir doch zugestehen. Ich habe mich verdammt gut geschlagen. Vor allem mit dem letzten Leben. Kann ich mich ganz eintragen? Zur Feier des Abends? Nein, leider nicht. Lauschen wir einfach der Musik noch im Moment. Das war das letzte Game auf der Seite. Und ich glaube, das war das letzte Game überhaupt in der Ausgabe. Ja, genau, weil die Disc-Seite 2 ist dann um. Ja. Ende. Und ich würde sagen, damit ist die Gaming-Runde selber beendet. Und das Fazit gibt's dann wieder extra. Da sehen wir uns dann auf dem Balkon oder in der Küche. Das weiß ich noch nicht so genau. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Also, switchen wir mal. Ja, da war ja einiges los, ne? In dieser Ausgabe hatten wir doch ganz viel zu tun und ganz viel anzugucken und sowas mag ich. Ich mag solche vollgepackten Floppy Disks voll mit Games. Eine Garantie dafür gibt's leider nicht. In der nächsten Ausgabe kann das schon wieder ganz anders aussehen, dass wir nur ein Game haben oder es sind fünf drauf, aber nur eins läuft. Auch das habe ich schon oft genug mal erlebt. Na, manchmal ist es so, geht's mit Fastloader nicht, dann geht's manchmal noch Normalgeschwindigkeit, aber manchmal geht's das dann nicht. Solche Ausgaben kommen halt vor, ne? Oder man hat Demos oder hat Bildchen, ja, oder hat sonst irgendwas. Aber diesmal haben wir eine Menge Games gehabt. Samantha Fox Strip Poker. Ich glaube, es gibt keinen C64-User von damals, der das Game nicht kennt oder der das Game nicht hatte. Ich glaube, es ist mir noch nie so weit gelungen, dass die Dame komplett blank gezogen hat. Und diesmal bin ich ja mal sowas von überhaupt nicht weit gekommen. Aber macht nichts. 1942 von Elite, genau mit der Musik, so wie ich sie kenne. Es ist ein geiler Soundtrack. Das Game ist eigentlich auch ziemlich cool. Ich habe das total gerne gespielt, immer mal wieder. Aber es ist so kackschwer und die Gegneranordnungen, die sind teilweise so fies programmiert, ne? Da, wo du denkst, du stehst da safe und ballerst die obere Salve ab und dann kommen die aber genau da, wo du stehst, von hinten. Da sind schon ein paar echte Gemeinheiten drin in dem Game und man muss sich echt durchbeißen. Im Grunde hilft nur auswendig lernen. Ich bin ja schon froh, dass ich am Ende nicht so schnell aufgegeben habe und wir wenigstens bis in Level 2 gekommen sind. Von dem her, ja, geile Sache. Scheiß Touristen. Ja, ich habe da hinter mir eine Aussichtsplattform, wo die da alle herkommen. Und ich sag mal, Corona hatte auch Vorteile. Na gut, weiter im Text. Spy Hunter. Ja, ich habe keine Ahnung, was da auf einmal nicht wollte, ne? Ich meinte, ich war so fest der Überzeugung, das war irgendwie G oder M, sagte der gute Retro-Lutzer zu drücken, wenn du jetzt Öl oder sowas hast, um das abzulassen. Aber keine der Tasten in den Reihen hat funktioniert, um dass das irgendwie was bewirkt hätte. Naja. Wie dem auch sei, ich habe das Spiel früher immer gerne gespielt und ich bin da eigentlich nie wirklich weit gekommen, aber trotzdem, das hatte irgendwie so seinen Charme und ich mag das irgendwie trotzdem, das Game. Und ja, für ein kurzes Zöckerchen ist das auf jeden Fall mal gut gewesen. Ghosts and Goblins ist einfach für mich viel zu hart und viel zu schwer und viel zu frustrierend. Also selbst da, ich bin ja einigermaßen geduldig. Aber bei sowas, da kommt dann schnell, genau wie bei 1942, ne? Es packt einen zwar für einen Moment der Ehrgeiz, aber irgendwann, ey, dann kocht's in einem. Dann denkst du, das muss doch zu packen sein. Ich glaube, ihr habt's gemerkt, ne? Und Ghosts and Goblins ist genauso. Ich habe dem Game versucht, eine Chance zu geben, aber ich komme da irgendwie keine 3 Meter, weil es ist mir einfach viel zu schwer. Ist halt so. Paperboy, ja, die C64-Version krank an dem zu kleinen Bildausschnitt. Man sieht viel zu, ja, es geht viel zu schnell, man kann eigentlich gar nicht reagieren. Da kommen zu schnell Sachen ins Bild rein und man hat eigentlich gar keine Möglichkeit auszuweichen und bam, hat man einen Autoreifen im Genick und solche Geschichten, ne? Und das ist was den Game irgendwie so den Dolchstoß versetzt, was den Spielspaß angeht, meiner Meinung nach. Also die C64-Version taucht nichts. Zockt lieber die Amiga-Version, die ist 1000-mal besser, die ist deutlich näher an der Arcade-Variante, aber die C64-Version ist crap, meiner Meinung nach. Ja, das Leaderboard-Golf sah am Ende genauso aus wie die Version, die ich in der letzten Ausgabe hatte. War in der letzten? Ja, genau. Hieß anders, aber war meiner Meinung nach das gleiche. Gut,
Und als letztes Space Harrier. Ich war erstaunt, wie flott das auf einmal auf dem C64 lief. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das Einfluss vom C128 im C64-Modus hat oder ob das wirklich so schnell läuft, denn die ganzen Floppy Discovery-Folgen mache ich ja alle am C128 im C64-Modus. Einfach weil der SID-Chip die Soundeffekte und Rauschgeräusche ja besser rausbringt als der C64C oder 2. Eben nicht die Broadcasten-Variante. Den nutze ich sonst eigentlich immer fürs total getaped Format. Frag mich nicht warum, aber den bevorzuge ich da. Und sonst für Floppy Discovery habe ich immer den C128 dran. Ja, ich habe ja die Wahl, ne? Also nehme ich mir die Wahl auch. Und es ist ein schönes Gerät. Ich stelle das gerne dahin. Ich gucke mir das gerne an. Ich mag den C128 einfach, auch wenn ich den nur im C64-Modus benutze. Ist ja nicht. Jedenfalls Space Harrier. Ich mag den Surrealismus des Games. Es muss damit zu tun haben, dass sie irgendwas geraucht haben müssen oder konsumiert, dass das so herrlich abgedreht ist. Und es spielt sich erstaunlich gut, vor allem wenn man Dauerfeuer einschaltet. Es ist ein geiles Game. Also mir macht das Heidenspaß. Und weil es so fluffig und flüssig läuft, guckt euch da im Vergleich mal die ZX Spectrum Version an. Vielleicht habe ich sie schon gezeigt. Wenn nicht, kommt die auf jeden Fall noch. Und die landet in der Rubrik Zock das mal besser nicht. Das weiß ich jetzt schon. Dieses Zock das mal besser nicht, auch wenn dann im Intro immer heißt Zock mal wieder oder ich dann sag Willkommen zu Zock mal wieder, aber ich werde da glaube ich schon das Zock mal besser nicht Intro vorpacken. Naja, genau. Da gibt's mittlerweile, wird es da 2 oder 3 Neuzugänge geben oder gegeben haben, die in diese Rubrik reinpassen. Da kommt nicht oft was rein, aber wenn da was reinkommt, dann hat's das meiner Meinung nach auch hoch verdient. Also meiner Ansicht nach. Und die Version ist so eine. Ja, damit sind wir durch mit allen Games und der Ausgabe von Floppy Discovery. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen wie ich beim Zocken. Und wenn ja, wie immer, kräftig liken, kommentieren, bewerten, weiterempfehlen, abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Ausgabe wieder von was auch immer da gerade von mir rauskommt. Also macht's gut, ihr Lieben. Euer Tomaniac.